In Weidhofen ist da jetzt etwas ganz Tolles im Entstehen, und zwar ein Lernnetzwerk. Und verantwortlich dafür ist der Norbert Hummer, und den frage ich jetzt, was das eigentlich ist. Naja, das Lernnetzwerk ist ein Helfen für Volksschülerinnen und Volksschüler, vor allen Dingen beim Aufgabemachen, beim Lernen, hauptsächlich natürlich bei Rechnen und Schreiben und also Deutsch, Mathematik. Jetzt wissen wir in Weidhofen, dass der Norbert Hummer auch als Fußballtrainer tätig ist, gerade für Jugendliche. Jetzt interessiert er sich auch für das Lernnetzwerk. Ist das irgendwie gemeinsam zustande gekommen? Ja, da gibt es tatsächlich einen Zusammenhang. Ich habe nämlich einen Burm, den Karam, mit Migrationshintergrund, und der hat ein bisschen Schwierigkeiten in der Schule. Sein sehnlichster Wunsch ist, er möchte in die Sporthauptschule gehen, und jetzt hat er Angst mit seinen schlechten Noten, dass sie ihn nicht nehmen. Ich habe das irgendwie in Erfahrung gebracht und habe gesagt, Karam, kommst zu mir, schauen wir mal mit die Aufgabe an, ich werde dir helfen. Und das haben wir ein paar Mal gemacht, und dann bei einem der nächsten Trainings auf einmal waren die nächsten zwei Buben da und haben gesagt, du Norbert, können wir auch zu dir kommen und lernen. Das war quasi der Beginn eines Netzwerkes. Und wie ist es dann weitergegangen? Naja, für ein Netzwerk bin ich natürlich allein zu wenig. Ja. Ich habe diese Anekdote weitererzählt in meinem Bekanntenkreis, und da hat sich dann spontan der Werner Floh bereit erklärt, auch zu helfen. Ne. Und ich habe gesagt zu ihm, setzen wir uns einmal zusammen mit den Eltern der beiden anderen Buben und erklären einer das, wie wir uns das vorstellen. Und dann haben wir mal die Rahmenbedingungen abstecken, und das hat funktioniert, und jetzt betreut der Werner diese anderen beiden Fußballerbuben ganz hervorragend. Ihr habt also quasi im kleinen Kreis festgestellt, dass ein Bedarf da ist, aber wie kommt ihr jetzt zu anderen Schülern und wie ist eigentlich die Zusammenarbeit mit den Lehrern? Ja, also das ist ein ganz wichtiger Punkt, worunter ich ein Netzwerk verstehe. Diese Zusammenarbeit mit den Schulen und den Eltern. Wir sitzen da irgendwo in der Mitte, sind vielleicht auch ein bisschen Vermittler, weil sehr oft die Eltern auch sagen, mein Kind ist eh so gut und so brav und was weiß ich. Und die Schule sagt wieder, nein, das ist doch nicht ganz so, und da können wir vielleicht auch ein bisschen weiterhelfen. Wichtig dabei ist, dass die Schulen uns den Bedarf bekannt geben. Die wissen ja, wo es hapert. Und dann stellt die Schule auch den Kontakt her zu uns und zu den Eltern. Das heißt, die kriegen unsere Adresse, und beziehungsweise wir melden uns bei ihnen. Und so kommt es dann ins Laufen. Jetzt gibt es im Netzwerk natürlich auf Schüler auf der einen Seite, und auf der anderen Seite stehen jene, die den Schülern was beibringen. Für wo akquirierst du die? Ja, ich habe am Anfang mich gar nicht recht traut, das zu sehr in die Öffentlichkeit zu bringen, weil ich halt befürchtet habe, wir sind zu wenig Helfer und zu viel Bedarf. Jetzt hat sich das aber durch Mundpropaganda recht gut entwickelt. Wir sind mittlerweile schon 8 Helferinnen und Helfer, und jetzt traue ich mich sozusagen und kann auch sagen, ja, kommt und lasst euch helfen. Und wo findet das Ganze statt? Das ist unterschiedlich. Es gibt Helferinnen und Helfer, die machen das lieber zu Hause bei ihnen. Bin auch ein Anhänger dieser Form, weil ich habe auf der einen Seite diese Lernumgebung in der Schule, auf der anderen Seite die Lernumgebung zu Hause beim Aufgabenmachen, und die neue Umgebung ist also beim Helfer. Da sind die Kinder sehr konzentriert beim Arbeiten, sie sind aber auch bestens betreut, weil maximal 2 Kinder pro Helfer da sind. Die sollten aus der gleichen Klasse, damit die gleiche Aufgabe gemacht wird. Und da geht wirklich was weiter. Is a traffic jam.